Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Backen. Ich bin Luisa und heute machen wir eine Schwarzwälder Erdbeertorte. Wir brauchen dafür Sahne und Erdbeeren, Mehl mit Backpulver und Kakao, das habe ich hier schon vermengt. Wir brauchen Gelatine, Kirschwasser, Eier, Vollmilchschokolade, zweimal Zucker und eine Prise Salz. Für unseren Biskuit starten wir, indem wir die Eier in die Rührschüssel geben, zusammen mit dem Zucker und der Prise Salz. Und das Ganze schlagen wir 5 Minuten schön schaumig auf. So, ich vermenge jetzt das hier kurz Mehl mit Backpulver und Kakao. Und dann geben wir das da rein und verrühren das geschwind. Und dann kommt das Ganze in unsere mit Backpapier ausgekleidete Backform. 26 cm im Durchmesser. Jetzt nicht zu lange rühren, wirklich nur so lange, wie der Teig sich dann verbunden hat. Für unsere Sahnecreme geben wir jetzt 2 Esslöffel von dem Kirschwasser in einen kleinen Topf zusammen mit dem Zucker. Das Ganze kochen wir kurz auf und lösen dann die Gelatine darin. Die Sahne geben wir schon mal in eine Rührschüssel. So. Hier drücken wir jetzt die Gelatine aus. Und geben die zu dem Zucker. Das Coole ist, dass beim Aufkochen der Alkoholgehalt verkocht. Und übrig bleibt einfach nur der Geschmack vom Kirschwasser, aber kein Alkohol. Jetzt schlagen wir die Sahne auf. Und mit dem Sirup warten wir noch kurz, dass der ein bisschen abkühlt. So, jetzt geben wir die Gelatine in einem ganz dünnen Strahl zur Sahne. Jetzt teilen wir unseren Biskuit in 3 dünne Böden. Den ersten gebe ich direkt auf eine Tortenpappe. Dann legen wir einen Tortenring um unseren ersten Boden, verteilen ein bisschen Kirschwasser drüber. Jetzt geben wir ein Drittel unserer Sahne darauf. So, verstreichen das. Ich ziehe noch mal ein bisschen fester nach. Ein Teil der Erdbeeren lassen wir uns für die Deko. Und den Rest, den viertel ich jetzt einfach und verteile ihn darüber, zumindest also die erste Hälfte. Die zweite Hälfte kommt dann. Das sind sehr kleine Erdbeeren, das reicht, wenn ich die halbiere. Die bisschen größeren viertel ich. Jetzt geben wir den zweiten Boden da drauf. Drücken das leicht an.
Jetzt kommt der dritte Boden, der Deckel oben drauf. Das Ganze drücken wir nochmal gut an, dass das auch schön gleichmäßig wird. Und dann verstreichen wir den Rest von der Sahne einfach ein wenig oben drauf. So, die Torte, die muss jetzt auf jeden Fall kalt gestellt werden, für mindestens eine Stunde im Kühlschrank. Unsere Torte kommt jetzt aus dem Kühlschrank und ist richtig schön durchgezogen und richtig schön fest. Wir lösen jetzt den Rand mit einem heiß abgespülten Messer. So, jetzt fehlt hier noch unser Drip. Dafür habe ich die Vollmilchschokolade schon mal geschmolzen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr verteilt alles in der Mitte und streicht das an den Rand. Oder ihr geht punktuell mit ein bisschen Schokolade auf dem Löffel am Rand entlang und lasst das dann runterlaufen. So machen wir das jetzt, damit wir das einfach ein bisschen gezielter bekommen. Und den Rest verteilen wir oben drauf. Da könnt ihr jetzt entweder die Palette nehmen oder ihr geht einfach mit dem Löffel hier entlang, ganz vorsichtig. Den Deckel damit einstreichen. So. Und dann könnt ihr mit halbierten und ganzen Erdbeeren in der Mitte dekorieren. Lasst das Grün gerne dran. Man kann das auch mitessen, wenn die gewaschen sind. Muss man aber nicht. Wer jetzt noch mag, kann ein Minzblättchen dran machen. Und fertig ist unsere Schwarzwälder Erdbeertorte. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Schwarzwälder Kirschtorte lieber mit Kirschen esst oder mit Erdbeeren. Und weitere exklusive Tortenrezepte bekommt ihr gratis zu unserem Einfachbacken-Online-Kurs dazu. Den Link findet ihr hier links oben. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal.